Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Fractured Space und diesmal ist es von Line. Das, ja, war eigentlich gar nicht so geplant. Ich habe normalerweise immer beides drin, aber im Moment wollte ich eigentlich gar nicht. Ach du Scheiße. Hilfe. Es ist nicht gut. Ach, der hat. Ach, der hat gar nicht geklappt dabei. Und wir haben leider keinen Heiler. Das überlebe ich nicht. Oder doch? Oh, wenn der Overseer mich sieht, bin ich tot. Okay. Ja gut, damit hatte ich nicht gerechnet, dass die Kolossus ohne Flak gestartet ist. Das war für mich jetzt sehr unerwartet. Ich gehe mal runter. Es gibt schon einen Kampf und die Base. Was ist denn hier los? Okay, das bin ich gar nicht gewohnt, dass Frontline so startet. Wir verlieren gerade auf der linken Seite. Hol ich mal hier die Mine, damit wir den Vorteil weiter haben. Ich hätte natürlich gerade aufwerten können. Dann hole ich mir mal das Upgrade kurz. Kann das sein, dass die Palme die ganze Zeit hinterher springt? Hallo? Ach, jetzt kann ich springen. So, dann schauen wir mal. Wer ist denn da hinten noch? Ich hab getroffen, immerhin. Jetzt mal die Waffe abkühlen lassen. Ah, der Overseer wollte mich gerade grillen. Ich spring mal zurück. Müssen wir ja nicht unbedingt zulassen. Nehmen wieder mein Upgrade mit und dann gehe ich direkt auf die rechte Seite und gehe mal Ghost jagen. Der uns da gerade eine Mine klaut. Das ist nur die Sentinel. Wo ist jetzt der Ghost hin? Blöd. Wenn der jetzt über mir herumkreist, da habe ich gleich ein Problem. Da ist die Ghost. Okay.
So, also wir kriegen auf jeden Fall einen ganz guten Bonus, was das Level angeht. Und ich glaube, die Ghost still und heimlich zu uns fliehen. Ja, will sie doch nicht. Shit. Okay, der wusste doch, was er tut. So wie das Match bisher gelaufen ist, dachte ich, der wüsste gar nicht, was er macht. Hätte vielleicht mal so gucken sollen, was der für einen Wert hat gerade. 5 zu 1, naja gut. Der weiß schon, was er macht. Das war nicht so gut. Wir haben noch knapp 2 Minuten. Oh, das war nicht gut. Wie habe ich das denn geschafft, so daneben zu schießen? Lass mich mal da weg. So, er ist weg. Schieß mal die Kolossus noch weg. Holen uns die Mine zurück, beziehungsweise. Ja, holen uns die Mine zurück. Er springt nämlich. Dann können wir zumindest unsere Punkte noch ein bisschen ausbauen. Also, sprich, unser Level. Mitnehmen. Ah, verflixt, bin ich mal ganz geheilt worden. Das ist doof. Unser Reaper. Oh, die sieht gar nicht gut aus. Und das hat sich auch gerade bewahrheitet. Ja, und jetzt kommt das Problem wieder. Klar, wir haben jetzt einen Level-Vorsprung. Nur keine Heiler, das haben die anderen ja auch nicht. Und jetzt warten wir im Prinzip nur darauf, dass die Ghost uns angreift. Die Overseer. Da ist es schon. In der Hinsicht haben sie jetzt einen eindeutigen Vorteil. Und die Sentinel. Pioneer, das ist nicht so gut, wenn ich jetzt abschießen lässt, Stück für Stück. Das ist halt das Problem ohne Heiler. Wer ist das? Unser Sentinel? Da. Ja.
Der ist weg. Kommt der Kolossus. Oh, nein, 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 so weit vor, nicht so weit vor. Ja, da ist die Ghost, auf die habe ich nämlich schon gewartet. Oh nein, 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 nicht so hoch, nicht so hoch. Und wir haben gewonnen. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet, aber ich nehme mal an, dass der hinten einfach. Ups. Dass sie alle rausgeflogen sind. Und die Sentinel rein. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nach der Ghost Ausschau gehalten. Ja, gut, so kann man natürlich Frontline auch spielen. Für Wörtel immer noch ein Heiler. Dann würde ich sagen, wir mit einem kurzen Punkt auf die Punkte sage ich, wir sehen uns beim nächsten Spiel von Fractured Space. Bis dahin, ciao.